Ich bedanke mich, dass ich hier wenigstens etwas zu hören. Eine der schwersten Stunden des scheidenden Chefredakteurs. Begegnung und Gespräch mit dem Zuschauer. Ich finde, wir sollten in Ruhe zu Ende diskutieren und ich möchte gerne antworten. Ich möchte gerne antworten auf den Vorwurf, dass das Medium verharmlost. Und einige seiner schönsten Stunden im Dienst des ZDF. Ob er jemals Model werden wollte, ist uns leider nicht bekannt. Das Zeug dazu hätte er auf jeden Fall gehabt. Deshalb haben wir zunächst die Frau vom Fach um ihre professionelle Stellungnahme gebeten. Klaus Bresser, isn't he lovely? He's very lovely, this man. He actually, his hair reminds me of my ex-husband. He has the hair of Richard Gere. Is he retiring, I heard? Oh, we're gonna miss you. Bye. Jetzt möchten wir uns live in das Festkonzert einblenden. Der Chef des Leipziger Gewandhausorchesters, Kurt Masur, dirigiert die 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven. Als Journalist habe ich ihn geschätzt, denn er verstand es, kritischen Journalismus mit Fairness zu verbinden. Und das habe ich sehr geschätzt. Ein herzliches Dankeschön für eine jahrzehntelange Begleitung in der politischen Beobachtung, in der Wertung, in der Information. Er ist ein bescheidener Mann. Er legt auf Freundschaften Wert und ist gesellig und hat eine Lebensart, die ganz unkompliziert ist. Deshalb mag ich ihn auch sehr. Was nun macht er weiter? Schon geht's los, dass er merkt, dass er zu Hause sich ein bisschen langweilen wird. Das soll er auch gerne weitermachen. Ich wünsche ihm dann Gesundheit und Glück und dass er seine fünf Sinne beisammen hält. Und irgendwann werde ich mich mit ihm wieder streiten, dass der Laden auseinanderbricht. Ja, er wird uns fehlen, vor allen Dingen seine präzisen Fragestellungen und auch immer wieder diese Sendung, was nun? Und jetzt muss ich fragen, was nun ZDF? Ohne Presse. Einer, der sehr solide arbeitet, der direkt fragt, wenn man im Interview mit ihm ist, der auch nachhakt, der eine eigene Position hat, der nie unfair gefragt hat, bei mir nicht und ich habe empfunden, bei anderen auch nicht, ein gutes Aushängeschild für das ZDF. Jeder Fernsehzuschauer in Deutschland kennt Klaus Bresser und ich kenne ihn eigentlich viel länger als passiven Fernsehzuschauer, denn als handelnde politische Person in Bonn und jetzt in Berlin. Tja, also erstmal wünsche ich ihm alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Zweitens stimmt mich das natürlich bedenklich, denn wenn jemand wie Klaus Bresser in Ruhestand geht, naht der eigene. So weit ist man nicht davon entfernt. Und zum Dritten wird er selbstverständlich fehlen. Ich finde, dass das ein unbestechlicher und gerader Journalist ist. Der hat ja als Journalist schon früh angefangen. Irgendwo in Aachen, habe ich gelesen, hat er sich schon als Schüler betätigt. Das hat wohl nahegelegt, dass er diesen Berufsweg eingeschlagen hat. Ich habe ihn als einen fairen Journalisten kennengelernt, der durchaus hart kritisieren kann. Aber
Das ist mein Berufsrisiko, gelegentlich hart kritisiert zu werden. Herr Schröder, können wir uns hier darauf verständigen, dass das, was Sie jetzt sagen, am Ende der Sendung noch Gültigkeit hat? Es ist sehr provokant gefragt, wie das so Ihre Art ist. Die Was-Nun-Sendung mit ihm, ich glaube, die erste hatte ich 1985, damals gerade zum hessischen Umweltminister geworden und keine Ahnung von der Sache. Es war eine meiner peinlichsten Was-Nun-Sendungen. Er wird mir fehlen. An dieser gewaltigen Allianz sind also schon gestandene Mannsleut gescheitert. Wie wollen Sie denn dann und durch? Also würden Sie sagen, ich bin kein gestandenes Mannsbild oder Mannsleut. Entnehme ich leicht Ihre Frage. Na ja gut, das ist Ihre Einschätzung. Kann ja noch kommen, Herr Presser. Ich war damals auch noch ziemlich grün, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur parteipolitisch. Das hat sich später dann gegeben. Was braucht es denn jetzt ein Bild, wie das Ding da angekabelt wird? Sie gehen da an, wollen ja nicht haben, wenn Sie fotografiert werden, wenn Sie aufs Klo gehen, oder? Der Kohl war sein Schicksal. Schminken zum letzten Gefecht. Obwohl in zwei völlig verschiedenen Gewichtsklassen, haben sie sich jahrelang erbitterte Schaukämpfe geliefert. Füße sieht man ja nicht bei euch, ne? Wie wollt's das machen? Was nun, Herr Kohl, tönte der Herausforderer. Und der sich daran anschließende Schlagabtausch wurde zur Sado-Maso-Show des zweiten deutschen Fernsehens. Schließlich war der Dicke abhängig. Hol mich bitte wieder in dein Studio, bat er dann den Dünnen. Und der tat ihm den Gefallen, so oft er wollte. Rückblick auf ein gnadenloses Duell über 13 Jahre mit Risiken und Nebenwirkungen. Ich habe kein Problem mit. Wissen Sie aber, das liegen Vorschläge auf dem Tisch. Meine Frage ist... Das Angebot liegt auf dem Tisch, ich verstehe die Frage nicht. Meine Frage ist... Ich bin ganz sicher, dass ich auch in dieser Frage eine Lösung finde. Können Sie nicht anders oder wollen Sie nicht anders? Ich werde kein Homunculus der Propagandatechnik. Welche Schwächen sehen Sie bei sich selber sonst? Wer mich nicht erkennt, kokettieren, das liegt mir nicht. Muss ein Politiker rücksichtslos sein, um sich durchzusetzen? Ich habe mir natürlich so oft den Kopf angerannt. Ein Problem auch für Sie? Sehen Sie, ich habe früher mal eine andere Brille gehabt. Wir haben andere Vorstellungen von Zeitgeist vielleicht. Gott, da sind Sie ja voll in der Pubertät. Uns geht's doch Gold. Ich habe wieder eingeführt, dass die Sternsinger im Januar ins Kanzleramt kommen. Das klingt ja gut, aber jetzt zum Kernpunkt. Dieses siebte Jahr meiner Kanzlerschaft wird wiederum ein sehr, sehr gutes Jahr. Also der Ordnung halber muss ich sagen, ich mache hier nicht Auge um Auge und Zahn um Zahn. Wofür sind Sie nun? Es sind sieben gute Jahre, die mit dem Namen des Bundeskanzlers Helmut Kohl verbunden sind. Vor vier Tagen, Herr Bundeskanzler. Das ist ein Tag der Freude. Ganz kurze Fragen. Sehen Sie, das ist genau meine Frage. Vielleicht können Sie mit einem Satz nur antworten. Ich habe gar keinen Zweifel daran. Die Hauptstadt des vereinten Deutschlands ist? Heute haben wir Montag. Wir haben leider keine Zeit, Herr Bundeskanzler. Das ist Ihr Problem. Lassen Sie mich das Stichwort aufnehmen. Meine These ist ganz anders. Herr Kohl, vielleicht noch konkreter. Was nun berührt mich überhaupt nicht. Warum sträuben Sie sich dagegen? Also, Herr Presser, zunächst einmal will ich noch sagen, was mich verwundert bei der ganzen Diskussion ist... War das richtig, so lange zu warten? Ja, ich habe Zeit und ich denke, Sie auch. Im Übrigen wollen Sie hier noch weitere Sendungen füllen. Aber täuschen Sie sich nicht über die Stimmung im Lande, Herr Bundeskanzler? Das ist keine Frage für eine Fernsehübertragung. Die Menschen haben diese Art von Politik satt. Wer da von Flaschen spricht, ist entweder böswillig und muss sich selber die Frage stellen, als ob er nicht eine Flasche ist. Aber können Sie sich eine Lage vorstellen? Die Bundesregierung hat jetzt ein Durchschnittsalter von 50 Jahren. Wenn ich die Chefredaktion des ZDF nehme, dann muss ich Ihnen die Frage stellen, ob Sie nicht überaltet sind, so wie wir zusammen sind. Aber auch das wird das Grundproblem ja nur zum Teil lösen. Wir haben ja auch gesündigt. Herr Bundeskanzler, wir bezweifeln ja auch nicht Ihre Erfolge. Ich kann das so jetzt in diesem Augenblick nicht absehen. Was unterscheidet Sie denn außer dem Bart? Ich finde es absolut dekadent. In dem Zusammenhang ist auch manches in Frage gestellt worden. Du bist doch verrückt. Das ist Vergangenheit. Wir wollen Nein, wir wollen mal bei Ihren Prognosen. Glauben Sie nicht, dass die Zeit kommt? Das ist jetzt wirklich Äpfel, nicht nur mit Birnen. Wenn Sie so viel Verständnis haben für... Entschuldigung, das ist meine Rede. Und woran liegt das? Na, aber da bin ich wiederum nicht allein. Entschuldigung. Aber... Dabei soll unter dem Strich... Entschuldigung, jetzt bleibt man mal beim Thema. Dann haben wir das Problem, es glaubt Ihnen keiner. Weiß ich ja. Sie sagen, Sie machen es mit der Alten. Das finde ich überhaupt nicht. Ich sitze da und sitze alles aus. Bleibt es bei Ihrer Entscheidung? Darüber rede ich nicht mit Ihnen im Fernsehen. Und wie konnten Sie sich so irren? Das habe ich mir natürlich sehr gut überlegt. Freitag haben Sie Geburtstag. Woher wissen Sie denn das? Ihr vermutlich letzter Junge. Ich glaube das überhaupt nicht.
Da muss man Sie dann doch fragen, ist das verantwortungsvoll? Ach, wenn Sie, ich bin der deutsche Bundeskanzler. Doch noch einmal. Ja, aber Entschuldigung, ich habe gerade die Absicht, mit Ihnen weiter zu diskutieren. Da hakt doch irgendwas. Sie wollen mir noch das einreden, das ist nicht die Fragestellung. Fragt ja, woran es hakt. Wie Sie sind ja schon komisch. Da ist doch was aus dem Lot geraten. Wir waren doch so nah beisammen. Ist das eigentlich gut? Nein, 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 da bin ich völlig anderer Meinung. Haben Sie da nicht was verpasst? Wissen Sie, das ist schon wieder so eine Schulmeisterfrage, die ich auch nicht mag. Diese Ungerechtigkeit, Herr Bundeskanzler. Warum machen wir eigentlich eine Diskussion, die aberwitzig ist? Aber jetzt ganz persönlich gefragt. Wir machen ja jetzt kein Toto. Aber die Frage war jetzt, schleicht sich Teil 3 für sowas? Das ist, was ich hier gesagt habe, ist ein langer Zeitraum. Wir müssen zum Hauptthema auch dieser Sendung kommen, Herr Kohl. Wie kommen Sie mir vor? Den geheimen Spendenkonto. Aber Entschuldigung. Da ist die Million in dem Koffer. Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Herr Dr. Kohl. Ich brauche diese Nachhilfe nun wirklich nicht. Sie haben einen Fragebogen. Das ist eine wirkliche, unverschämte Lüge. Von wem kam das Geld? Ich habe von der Million überhaupt nichts gewusst. Das Ende einer wunderbaren Feindschaft. Ein letzter schmerzlicher Blick. Das ungleiche Paar unmittelbar vor der endgültigen Trennung. Der Dicke sichtlich gezeichnet. Der Dünne fest entschlossen, das Unabänderliche durchzustehen. Er wird neue, wenn auch weniger gewichtige Partner finden. The show must go on. Aber der Alte, von allen guten Geistern verlassen, wird alleine bleiben. Er muss erleben, wie Klaus Bresser, was nun mit seinen Feinden weitertreibt, sogar mit dem Mädchen, der Verräterin. Fräulein Angela, eine Strindbergsche Tragödie bahnt sich an. Die Nachrichten aus Ludwigshafen-Oggersheim werden immer alarmierender. Das Befinden von Altbundeskanzler Kohl gibt nach ZDF-Informationen Anlass zur Besorgnis. Der Mann leidet wirklich, verlautet aus seiner nächsten Umgebung. Im ARD-Magazin Monitor diagnostizierte der bekannte Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter eine emotionale Beziehungskrise. Insbesondere der Verlust seiner engen Bindung zum scheidenden Chefredakteur des zweiten deutschen Fernsehens mache ihm zu schaffen. Oft säße er tagelang eingeschlossen in seiner Küche. Draußen höre man dann Schluchzen und ab und zu den Namen Klaus. Nach Aussagen seiner Ehefrau Hannelore träume ihr Mann davon, die Sendung Was nun in der heimischen Küche bei Wein und Saumagen fortzusetzen. Der von Kohl vorgesehene Titel der Sendung sei Helmut und Klaus. Eine Stellungnahme von Klaus Bresser liegt uns zur Stunde noch nicht vor. Schockwellen hat der Abgang des ZDF-Chefredakteurs auch im Ausland ausgelöst. Erschütterungen in Peking und Singapur, auf dem afrikanischen Kontinent und natürlich auch in Europa. Meine Kollegen haben das alles eingeholt. Klaus Bresser geht im Jahr des Drachen. Es ist das Jahr des Drachen, jenes Tierzeichens im Mondkalender, das großen Persönlichkeiten den Weg weist, das aber auch Turbulenzen bringt. Es war das Jahr des Drachen, als Mao Zedong das Land verließ und Zhou Enlai und als die Erde bebte. Die Chinesen machen sich Sorgen um die Zukunft, rufen die Götter und die Fernsehgeister an, beten für den großen Kommunikator, für dessen Amtssitz auf dem Flimmerberg, beten für Deutschland und sie fragen den Buddha, was nun? Die Führung hat die höchste Ehrung prominent platziert. Am Tor des himmlischen Friedens können die Zeichen von einer neuen Zeit. Die Chinesen zieht es zur symbolischen Mitte ihres großen Landes. Zumindest dort finden sie den Wegweiser der derzeitigen Orientierung. Voller Stolz tragen sie das Bild in alle Provinzen. Bresser in Beijing ist die Botschaft, er bleibt für die Ewigkeit. Das Volk ehrt seine Helden, auch diesen großen Charmeur und Tennisspieler aus dem fernen Westen. Sieht immer gut aus, der junge Mann, so gesteht sie schmelzend. Der war sicher Sportler. Schick gekleidet im Vergleich zu uns einfachen Leuten. Da hat wohl seine Frau drauf geachtet. An ihm ist ein Küchenchef verloren gegangen. Vielleicht steigt er jetzt woanders ein. Den könnten wir gebrauchen. Pfiffige Denker passen auch aufs Dorf. Nur werden seine Schuhe dann schmutzig.
Also alles deutet auf eine gute Zukunft für den Mann. Die Deutschen brauchen nicht besorgt sein, die Frauen nicht, auch nicht die Fernsehzuschauer. Die Götter lächeln. Sie hier vermissen ihn schon lange, empfehlen ihm für jede Sendung einen neuen Putz. Und dieser junge Meister führt den zukünftigen Bresser-Schnitt vor, im Westen nicht zu haben, der Würde mit Rasanz vereint, lässige Eleganz mit edler Seriosität. Und er macht sich auch blenden mit dem Mikrofon. Für den 1. April 2000 ist diese Parade anberaumt. Offizielle Ehrung für einen internationalen Telestar. Kein martialisches Getue, nein, nur die sanften Brigaden werden nach Beijing beordert, um ihm Satyen zu sagen, auf ihre Weise, dem strahlenden Helden ihres Herzens. Klaus Bresser, Klaus, Klaus, ZDF, Klaus Bresser. Irgendwo stoppt der Ruhm dann doch. Aber das übrige Indien, das immer schon das schöne, erhabene, genussreiche, üppig in Stein zu hauen wusste, blickt gern auf zu wahrer Größe und hält seine Denkmäler in Ehren, statt sich an ihre Zerstörung zu erbauen. Die Verehrung der Guten und Verdienstvollen macht nicht Halt an den eigenen Grenzen. Einem fernen Fernsehmann will der Bildhauer diesmal Gestalt geben für die Ewigkeit. Lage um Lage wächst die Skulptur der Vielschichtigkeit des Sujets eingedenk, die Gesten des Körpers, die Beweglichkeit des Geistes spiegelnd. Klaus Bresser entsteht, Bresser, the Mystical Monument, das mystische Monument. Doch wer oder was ist Bresser? Ortsüblich gibt der Guru die Antwort und blickt durch die Handflächen in bressersche Tiefen. Eine exzellente Schicksalslinie. Die Mehrung des Wohlstandes wird nimmer enden. Doch auch eine sehr gute Jupiterlinie. Sie werden sich mehr und mehr der Mystik und dem Okkulten zuwenden. Wirklich ausgezeichnet, diese Jupiterlinie. Sie werden wohl ihre eigene Meditationssendung bekommen in der Zukunft. Doch auch Gefahren erkennt er. This is the only negativeness. The Mars is negative, say, sometimes you make enemies. Manchmal machen sie sich Feinde. Sie wissen nicht wie, doch plötzlich sind sie da. Aber sie haben auch einen sechsten Sinn und der wird sie vor Schaden bewahren. And that will help you. Ein legendärer Fitnesstrainer der Südsee leitet Bresser noch an, skulpturtaugliche Muskeln zu entwickeln, bevor es zur endgültigen Ausformung des Denkmals kommt. Die Kraft des Geistes illustriert im gestählten Leib, so will es der Künstler, ganz wie der König von Tonga es vorlebt. Endlich aber Bresser, the Mystical Monument, kurz vor der Vollendung. Wohlgeformt die Gliedmaßen, der Leib und ihn beseelend geballte Spiritualität. Hier in Indien, wo Denkmäler sicherer sind als anderswo, ist ein ganz und gar außerordentliches Monument entstanden, ein Lebenswerk feiernd, zugleich aber ungebrochene Schaffenskraft und unbedingten Aufbruchwillen zu neuen Ufern signalisierend. Doch der Künstler hält eine Überraschung bereit. Unter dem Nesseltuch verbirgt sich, als gehöre es zur ganzen Wahrheit, eine weitere Figur, innige Zweisamkeit, der eine führt, der andere folgt oder umgekehrt. Wer ist es? Evelyn Bresser oder doch Dieter Stolte? Ich will das ganz offen sagen, es wurde Zeit. Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsunion werden Sie hier Südeuropa mit europapolitischem Sachverstand im Blick haben. Den Anspruch zuverlässiger Auslandsberichterstattung kann das ZDF nur erfüllen, weil es über ein funktionstüchtiges, weitgespanntes Korrespondentennetz verfügt, 20 Studios rund um den Globus,
Das ist teuer, aber es zahlt sich fürs Programm aus. Was nun, Kaiser Nero, was nun? Wir hätten ihn schon längst den Gremienlöwen zum Fraß vorwerfen sollen. Abschied vom Amt. Auch hier in Washington steht eine nicht ganz unprominente Persönlichkeit kurz davor. Kein Wunder, dass man sich austauscht. Die Telefonate zwischen Bill Clinton und Klaus Bresser werden immer länger, je näher die Termine rücken. Manchmal spendet der Präsident auch öffentlich Trost. Wie schon John Kennedy sagte, das Amt fordert alles. Verstand, Gefühl, Kraft. Aber ich denke, uns ist genug davon übrig geblieben, dass wir noch vieles tun können, was die Menschen von uns erwarten. Also auf geht's. In der Tiefgarage des Watergate-Hotels, wo sonst, sind mir gerade die Abschriften übergeben worden der selbstverständlich heimlich mitgeschnittenen Telefongespräche zwischen dem Weißen Haus und dem Lerchenberg. Das sind zum Teil durchaus erschütternde Dokumente tiefsinniger Männergespräche, aber Details werden nicht verraten. Nur eine Information: Die Clintons, solange sie noch zusammen sind und solange sie noch über den stattlichen Wohnsitz im Weißen Haus verfügen, wollen für die Bressers noch mal eine richtig große Party schmeißen. Da pflegt es zünftig zuzugehen bei derlei Anlässen. Auch wenn die Familie Bresser dafür bekannt ist, dass sie solchen Gesellschaftsrummel nur äußerst widerwillig erträgt, der zu erwartende Starauflauf ist die Strapaze schon wert. Prima Fotos können da gemacht werden. Und der Präsident umarmt auch gerne Männer, wenn sie anständig angezogen sind. Aber das war ja zum Glück nie ein Bresser-Problem. In den großen, dynamisch aktiven Gesellschaften wie zum Beispiel USA oder ZDF werden ja bekanntlich die Führungsleute erst nach geraumer Zeit so im richtigen Licht gesehen. Deswegen sei es jetzt und heute gesagt: Klaus, du warst als Chefredakteur eine besondere Mischung. Ein guter Journalist und ein Gentleman. Dankeschön. Nun werden auf dem Lerchenberg Denkmäler ja nicht gebaut. Bis jetzt jedenfalls nicht. Wie man hört, soll sich das ja vielleicht in 2 Jahren ändern. Aber ganz unter uns gesagt, so etwas wie da hinten, das wird auch unser Freund Bill nicht bekommen. Schließlich ist die Pose, mit der er im Gedächtnis bleiben wird, öffentlich nicht herzeigbar. Also die Kunst ist, fröhlich das Amt hinter sich zu lassen. Ein bisschen Muße kann ja auch etwas sehr Schönes sein. Und nicht nur, wer mit tragischer Geste in den Sonnenuntergang reitet, war ein Großer seines Faches. A brilliant man. What are your views on Klaus Bresser's retirement? I think he did a quite brilliant job at management. We'll miss you, Klaus! Excuse me, sir. What are your views on Klaus Bresser's retirement? Absolutely, yeah. He is someone who I'm sure will be able to handle this, the new situation, very, very well indeed. He can be charming, affectionate, and funny. Major setzt damit auf die stärkste Trumpfkarte, den wirtschaftlichen Lockter mit und einer weiter florierenden Wirtschaft. Wirtschaft mit der Aussicht. Jesus. Die Briten. Die Wahl, die Geldbörse wählten, Hinterkopf wählten, erlockt sie. Der sich verringernden Meinungsumfragen. Jesus Christ. Wird diese Meinungsvorsprungs
Auf wirtschaftliche. Major setzt damit auf die florierende Wirtschaft. Shall I do it once more? Zeit für Tabby Winke Winke. Winke Winke Tinky Winky. Winke Winke. Winke Winke Dipsy. Winke Winke. Winke Winke Lala. Winke Winke. Winke Winke Po. Winke Winke. Die Sonne wird gleich untergehen. Die Teletubbies sagen auf Wiedersehen. Wie werden wir das nächste Jahr, was werden die nächste, das Jahr, was wird es uns bringen? Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Verdammt lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Ich bin hier in Berlin geboren. Wann? 1936, ganz kurz vor den Olympischen Spielen. Meine Mutter hat deshalb sogar die Eröffnungsfeier verpasst. Und ich war dann noch weiter im Osten als Kind im von Hitler besetzten Polen. Bin geflohen über die Tschechoslowakei zurück und war nach dem Krieg im äußersten Westen, in Aachen, also einer europäischen Stadt. Ich hab dann studiert, hab dann Journalismus gemacht. Hatte aber neben der stillen Liebe zur Germanistik oder der großen Liebe zur Germanistik eine stille Liebe. Das war die Architektur und ich wäre Architekt geworden wie mein Großvater, wenn nicht der Journalismus dazwischen gekommen wäre. Das erste war mit Klaus. Das erste Treffen war in Köln auf einer Junggesellenfete. Mit vielen alten Freunden, teilweise, einige davon sind sogar heute hier. Ja, wie war das? Was war sein Aufreißen? So richtig aufgerissen hat er mich nicht. Er war sehr behutsam. And all in the stay by me. Please stay by me. Klaus war der erste Redakteur, der bei uns in der Sendung Monitor erschien, der tatsächlich schreiben konnte. Wir waren ganz glücklich, dass wir ihn hatten. Er konnte schreiben, Filme machen konnte er noch nicht, aber das hat er dann auf die wundervollste Weise gelernt. Film ab! Der nächste Bericht. Und hier stocke ich eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir es Bericht nennen sollen, was Klaus Bresser zusammengestellt hat. War Ihre letzte Sendung, Journalisten fragen, Politiker antworten. Ich habe ihn geholt, weil als ich zum ZDF kam, feierte man das ZDF als großen Unterhaltungsrenner. Lou van Burg, der goldene Schoss, das war der große Quotenrenner. Und ich wollte
als Chefredakteur aus dem ZDF einen guten Informationssender machen, einen erfolgreichen. Mein erstes Ziel war die Gründung des Heute-Journals. Und da brauchte ich Proports, wie das so halt ist. Habe ich Kronzucker als Konservativen, Trampe als Liberalen und Klaus Bresser war mein linksliberales Aushängeschild. Mein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, das es gibt auf der Welt. Mein Freund, bleib immer Freund. Wenn die ganze Welt zusammenfällt. Klaus Bresser hat viele Qualitäten und Fähigkeiten, aber das haben andere vielleicht auch. Aber eins hat er uns in allem voraus. Als einziger hat er es bis zum Coverboy einer Illustrierten gebracht, nämlich im Dezember 1987 bei Esquire. Der schöne Klaus, wie man ihn nannte, in fescher Sportkleidung im Fitnessstudio. Wow! Aber interessanter ist noch das dazugehörende Interview, in dem er ebenso entschlossen mit den Muskeln spielte wie auf dem Titelblatt. Weg mit dem Verlautbarungsjournalismus und Ende mit dem Proporzdenken im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und einen Vermissetäter hatte er auch schon dingfest gemacht. Es sind die Fellers und Lojewskis, die das deutsche Fernsehen ruinieren. Man braucht sie doch nur beim Interview mit Franz Josef Strauß zu beobachten, wie unterwürfig sie sind, dann weiß man Bescheid. Wir waren uns damals im gemeinsamen Urlaub in Kastelruth einig, dass dies einmal gesagt werden musste. So kann es doch wirklich nicht mit dem deutschen Fernsehjournalismus weitergehen, aber wirklich nicht. Aber in der 14. Etage in Mainz war man ganz anderer Meinung, war man pikiert und überhaupt nicht amüsiert und hätte man Klaus Bresser am liebsten noch strafversetzt. Aber dazu kam es denn doch nicht. Aber eins ist von bleibendem Interesse der Schluss der Esquire Story. Darin heißt es nämlich, wenn er es gut macht, dann bleibt er 5 Jahre Chefredakteur. Macht er es weniger gut, dann 10 Jahre. Und macht er es schlecht, dann noch mehr. Insgesamt hat er es 12 Jahre gemacht. Aber welcher Unsinn wird von diesen bunten Blättern auch manchmal verbreitet. Fünf Tribunale gehen sie empor, dreimal hoch, dreimal vor, schall es im mächtigen Chor. Ich glaube, er hat sehr wesentlich dazu beigetragen, dass dieses Informationsprofil des ZDF noch weiter gestärkt wurde. Für die Pokale geht sie empor, dreimal hoch, dreimal hoch, schall es im mächtigen Chor. Also wenn ich heute lese, dass die Heute-Sendung, die immer im Unterschied zur Tagesschau in der Einschaltung zurücklag, während wir mit dem Heute-Journal haben wir immer vor den Tagesthemen gelegen. Aber dass das geschafft wurde. Wohlbekomm uns der Tropfe. Es ist ein Wein aus der Moselgegend, von der Zentralkellerei Mosel-Saar-Ruwer. Wohlbekomm uns der Tropfe. Dass er auch die Sendung Was nun, die ja meine Nachfolgesendung von Journalisten, Fragen, Politiker, Antworten war, weiterentwickelt hat, erfolgreich weiterentwickelt hat. Das ist sein Verdienst und wird sein Verdienst bleiben. Ich hab's lieber so, aber das ist egal. Ja, da muss eine Verwechslung zwischen rechts und links passiert sein. Also, wir begrüßen Sie zum Heute-Journal. Grüß Gott, ich heiße Kronzucker und bin vom Fernsehen. Hier sind 2 Geschichten aus Amerika. Sie haben direkt oder indirekt mit Klaus Bresser, aber sehr viel mit Helmut Kohl und mir zu tun. Die erste Sache spielte sich hier in New York ab. Der Kanzler war noch nicht lange in seinem neuen Amt und er hatte hier Wichtiges zu tun, nämlich die deutsche Frage zu besprechen und natürlich auch Affären des Kalten Krieges. Entsprechend hat Klaus Bresser ihm, damals war er heute Journalchef, großen Raum eingeräumt. Machen wir es nochmal. Fahr nochmal zurück. Hier sind 2 Geschichten aus Amerika. Sie haben mit Helmut Kohl, mir und direkt oder indirekt mit Klaus Bresser zu tun. Die erste Sache spielte sich ab, als Helmut Kohl gerade Kanzler war und wichtige Sache zu besprechen hatte in New York über den Kalten Krieg und auch über die deutsche Frage. Mach mal die 3. Ich habe es mir damals mit Helmut Kohl verscherzt. Ich weiß nicht, ob ich das heute bedauern soll.
Klaus Bresser ging es etwas besser. Immerhin hat er ja vor kurzer Zeit noch die schicksalshafte Frage, was nun Helmut Kohl stellen dürfe. Und das war's dann im Heute-Journal. Wir sagen auf Wiederschauen, bis morgen. Und Gott sei Dank. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen guten Abend. Es ist Zeit, liebe Zuschauer, für ein einmaliges Schauspiel von großem, auch diesmal symbolischem Rang. Jetzt ein Gast bei Wetten, dass, den Sie ganz bestimmt kennen. Sie kennen ihn, wenn Sie sich für Politik interessieren, wenn Sie die aktuellen Sendungen des ZDFs verfolgen. Er ist seit kurzem auch ein Mann mit Macht, denn er ist der neue Chefredakteur des ZDFs, Klaus Bresser. Wetten, dass er nie so viele Zuschauer hatte wie hier. Und er ist, was hier im Saale interessieren wird, Berliner, Klaus. Das ist es. Sie sind in Berlin geboren? Ich bin in Berlin geboren und heute Mittag war ich in einem Berliner Lokal. Ging raus, vor mir her eine Dame. Sie blieb mit dem Fuß in der Fußmatte hängen, schleifte sie mit, so 50 Zentimeter. Kam der Kellner und sagte, nee, Frau, darf ich Sie ihn einpacken oder wollen Sie sie so mitnehmen? Das ist Berlin. Das ist Berlin und das sind unsere Berliner Gäste. Nun habe ich vergessen, nach dem Wetteinsatz zu fragen, wenn es denn nicht sein sollte, was würden Sie machen? Ja, da wir nun in Berlin sind, ich denke, ich werde, weil ich so abgrundtief unmusikalisch bin, mal mit dem Leierkasten durch Berlin ziehen und für einen guten Zweck Geld sammeln. Klaus Bresser, Chefredakteur des ZDF, das Leierkastenmann. Ein Ständchen für Santa Claus. Den Unmusikalischen. Aber er zeigte darstellerisches Talent, hier bei den Montagsmalern und bei anderen Unterhaltungskünsten, die allemal mehr Quote brachten, als wenn er allein gegen die Mafia antrat. Deutschland im Fadenkreuz des internationalen Verbrechens. Das Thema, liebe Zuschauer, geht uns alle an. Mehr als wir denken. Ich heiße Klaus Bresser, bin zu den Olympischen Spielen in Berlin geboren. Das hat sich nicht so recht ausgewirkt. Ich fahre zwar spiele Tennis und fahre Ski. Aber beides auf sehr eigenwillige Art. Also ich hoffe, dieser Stil, den ich fahre und spiele, der wird mal modisch. Herr Ruhl, ja, ihr dürft auch raus. Wolke kommt drin vor. Eine Redensart, Hilfe geben. Aus allen Wolken. Gut, als ihr gewinnt. Ich wollte schon immer mal einen Chefredakteur festhalten. Was ist das denn jetzt für Zeichen? Das Zeichen? Frau. Mann. Kleine Frau, kleiner Mann. Kinder. Kleiner Mann, was Kinder? Zwei Nein. Kinder. Hänsel und Gretel. Ja. Sein Zeichen. Eine Hilfe geben, Redensart. Ja. Das ist eine Nase. Ein Hut. Blind. Nein, das ist, die Nase ist nicht wichtig. Die Ohren. Oder? Nein, oder? Da hinten, das ist bei Herrn Bresser das Auge. Ah ja. Ach so. Das ging ins Auge, ne? Eine Redensart, mit wo Auge drin vorkommt. Das könnte ins Auge gehen. Nein. Gucken wir mal, was der für Augen hat, oder die. Glubschaugen. Ja, so ähnlich. Holzauge, sei was. Nein, der guckt auf was und will's haben. Stielaugen. Ja, machen, jawohl. Stielaugen machen. Hilfe geben. Stern ist der erste Teil des Wortes. Sternball. Wie heißt die Geschichte von dem? Das Sterntaler. Ja. Was bestellen Sie, wenn Sie nur alles bestellen können, was Sie wollen, sich alles zum Frühstück? 15 Sekunden. Sie beginnen. Dalli. Ei. Marmelade. Kaffee. Saft. Tee. Bier. Wurst. Sekt. Käse. Wurst. Schinken. Entschuldigung. Ja. Sie sind dran? Brot. Ja, ich dachte, Sie essen das schon so, aber jetzt haben wir noch ein Brot dabei. Es wurde aber einmal zu viel Wurst gegessen. Ja. 11 Punkte waren. Christian Neureuther ist ja jetzt Papa. Und was kann ein Papa alles für sein Baby so tun? Das wollen wir von Ihnen wissen. Gustav beginnt. Dalli. Verziehen. Erziehen. Versohlen. Kitzeln. Bei den Jusos anmelden. Streicheln. Franz Josef Strauß vorstellen. Auf den Arm nehmen. Nach Reut gehen. An den Beinen nehmen. Fußball spielen. Ich muss schon sagen, das arme Kind tut mir jetzt schon leid. Die goldene Kamera für Klaus Bresser. Nach so viel Lob, was nun, mir fällt da das letzte Mal ein, als ich gelobt wurde, in einem Brief von einem 11-jährigen Jungen, der mir schrieb über seine Mutter. Und ganz besonders toll an Ihnen findet meine Mutter,
dass Sie abends um 10 noch wach sind, während mein Vater längst schläft. Chefredakteur, endlich mal der Hahn im Korb? Ja, unter lauter Hennen. Das, die Rolle gefällt Ihnen sicherlich wohl. Gefällt mir gut. Ich bin ja hier groß geworden in Köln und tauche wieder ein in das alte Leben. Das heißt, Sie sind nicht entschlossen, Federn zu lassen? Nein, ich gehe ungeschoren davon. Als ein gerupftes Huhn. Schmeißen Sie Kamelle oder goldene Eier? Ich schmeiße hart gekochte Eier. Aha. Ich zeige Ihnen eins. Oder? Sie sind doch bei Karneval, meinst, wie es singt und lacht. Lachen Sie sich doch scheckig über das dümmste Zeug, was da herunterkommt, über dieses rechtsradikale Kabarett, das da jedes Jahr stattfindet. Und da sitzt beschämenderweise der Intendant einer deutschen Fernsehanstalt und lacht. Ich finde das unglaublich. Geschmacklos. Das ist Ihr Geschmack. Ist ja Sonntag heute. Gut. Ich habe einmal ein Interview mit, also er mit mir eins gehabt. Und ich habe ihn da in eine schwierige Situation gebracht, denn ich habe über den Humor des Intendanten gesprochen und nicht sehr freundlich. Und nun saß er da als Vertreter des ZDF und konnte eigentlich nichts entgegnen. Er war hilflos. Hat mir mal Carlo Schmidt gesagt, das darfst du nicht machen. Du darfst Leute nicht in Hilflosigkeiten bringen. Und ich will mich hiermit bei ihm in aller Form entschuldigen. Das war ihm peinlich und es ist mir jetzt auch peinlich. Und jetzt das Grande Finale aus Paris. Eine Abschiedsgala mit allem, was die Seine-Stadt für Pensionäre zu bieten hat. Klaus, nimm die Finger aus dem Auge. Im richtigen Leben sieht man mit beiden besser. Die Tränen fließen leichter ab und du brauchst jetzt beide Hände zum Schütteln.